Heute ist Donnerstag, der 10. September und es sind zwei ganz ermutigende Worte für diesen Tag uns gegeben im ersten Buch Mose im Kapitel 9, Vers 13. Gott sprach: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Also am Ende der Sintflutgeschichte, wo Gott sagt, ich werde mich nicht mehr zum Zorn reizen lassen, sondern immer wenn Gewitter ist und der Regenbogen zeigt sich im Himmel, dann werde ich daran denken, dass ich euch versprochen und geschworen habe, keine Sintflut mehr zu schicken. Und im Hebräer Kapitel 6, Vers 18, ein bisschen komplizierter formuliert, so sollten wir einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Also der Schreiber will seinen Leuten versichern, dass Gott bei seinem Eid geschworen hat und dem Abraham ja schon das allererste Versprechen gegeben hat und gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und daran wird Gott auch festhalten. Das soll und kann uns ein starker Trost sein in Zeiten, wo es uns beutelt. Alles Gute.